Hallo und herzlich willkommen wieder bei Geisteswissenschaft TV Punkt 2020. In dem heutigen Vortrag geht es unter anderem um zwei ganz große Geheimnisse in unserem Leben, nämlich das Thema Sexualität das erste Mal und das Thema Geheimnis zwischen Mann und Frau. Aber das ist auch nicht das Hauptthema, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir einmal darstellen, wie so aktuelle Krisen in unserem Leben jetzt an diesem Beispiel, das werden wir sehen, an einem Beispiel einmal darstellen, wie wir heute Krisen überhaupt lösen können, was der Weg ist, um krisenhafte Situationen zu meistern, was wir da an Wissen brauchen und diese Situationen zu meistern und dabei, ja, was, zu wachsen, uns zu entwickeln und dadurch, dass wir Krisen meistern, auch ein erfülltes Leben leben. Deshalb habe ich dem Ganzen auch einmal einen umfangreicheren Titel gegeben, weil darum geht es, nämlich Freiheit, das Kind der Wahrheit, Liebe, das Kind der Freiheit und dann geht es noch um erfüllte Kommunikation und die Frage, wie geht das ganz konkret im Leben? Und zwar dargestellt an einem praktischen, krisenhaften Beispiel aus dem Leben. Und dabei streifen wir eben unter anderem dieses Thema Sexualität zwischen Mann und Frau. Wir erleben ja in unserer Gesellschaft heute, dass viele Frauen sehr traumatische Geschehnisse durchmachen müssen. Wir nennen das sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung und so weiter, und zwar auch in der Partnerschaft. Darum soll es heute nicht speziell gehen, sondern es soll darum gehen, wie dieses Thema spirituell anzuschauen ist und was da alles in unsere Beziehungen hineinwirkt bei diesem Thema Sexualität, gerade in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Wie solche Beziehungen dann zerstört werden können, weil die Konflikte dabei nicht gelöst werden. Und was diese Beziehungskrisen zu tun haben mit Spiritualität und wie sie konkret aus der Anthroposophie von uns gelöst werden können. Das ist so das Ziel des heutigen Vortrages. Und natürlich können wir das Thema überhaupt nicht ausführlich beantworten, sondern ich möchte versuchen, euch ein umfassendes Bild zu geben, was wir eigentlich heute dafür an Wissen brauchen, um ernsthaft eine Situation in aller Tiefe lösen zu können, dass sie wirklich gelöst ist oder auch sogar geheilt, sagt man. Und dazu stellen wir uns eine Situation vor, die kommt so oft vor im Leben, die ist jetzt fiktiv, aber da gehen viele reale Erfahrungen von Frauen und Männern ein. Und stellen wir uns eine Situation vor, eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die von Liebe geprägt zu sein scheint. Doch dann taucht immer wieder das auf, was wir alle kennen, oder nicht alle, vielleicht aber viele. Dieser berühmte und bekannte Konflikt, man könnte ihn den Migräne-Effekt nennen, so hat man ihn früher genannt, dass die Frau einfach keine Lust auf Sex hat, aber der Mann eine sehr extrem starke. Früher hat die Frau immer Migräne gehabt, heute sagt sie vielleicht einfach, ich habe keine Lust. Heute wird das ja bei Paaren viel offener kommuniziert und es taucht so oft auf, dass wir sehen, das ist ein grundlegendes Thema, vielleicht sogar in dem sogenannten Kampf der Geschlechter, dass da sogar ein Kampf stattfindet und dass wir immer noch keine Lösung dafür gefunden haben, aber dass natürlich Menschen, Paare deshalb in solchen ernsthaften Konflikten dann zu Paartherapeuten gehen, um diesen Konflikt zu lösen. Und natürlich dann, wenn es um Gewalt geht und so weiter, dann landen die Frauen in Frauenhäusern. Da gibt es ja viele, viele Tausende von Beispielen. Das ist ein grundlegendes Thema. Und man kann sich jetzt an sehr kompetente Menschen wenden, Paartherapeuten. Und wir wollen aber einen spirituellen, einen ganzheitlichen Blick darauf werfen. Mittlerweile verwende ich das Wort universell, um auszudrücken, dass es um eine große Vielfalt von Themen und von Kompetenzen und von Wissen geht, die bei solchen krisenhaften Situationen hineinspielen und die ohne einen solchen universellen Blick
eine ganzheitliche, eine wirklich universelle Spiritualität möglicherweise nicht ernsthaft zu lösen sind. Und vielleicht ist es einigen euch auch so gegangen und ihr kennt es, dass in solchen Situationen es immer wieder dazu kommt, ja, dass die Frau nachgibt, obwohl sie gar nicht will, und das aus Liebe gegenüber dem Mann macht. Und dann kann es das andere geben, dass, wenn die Frau nicht will, dass der Mann dann Gewalt anwendet. Aus seinem Gefühl der Berechtigung. Wir haben ja in den alten Kulturen teilweise diese Worte, dass die Frau dem Mann untertan sein muss, in einigen Kulturen. Und dass der Mann vielleicht sein Recht darin sieht, vielleicht in speziellen Kulturen auch. Dass also so etwas wie Vergewaltigung stattfindet, Missbrauch. Und die Frage ist, wie lösen wir das generell? Und stellen wir uns jetzt vor, dass es sich bei diesem Paar um eines handelt, das dieses Thema wirklich bewusst klären möchte, weil sie eben zu den Menschen gehören, die heute sich nicht mehr einfach zufrieden geben mit möglichen Erklärungen, sondern dass sie es wirklich klären wollen. Dass die Frau herausfinden möchte, was da los ist, wenn sie sich einfach weigert. Es gibt ja viele Erklärungen dafür. Ich werde heute an diesem Beispiel vieles darstellen, aber natürlich weder ein Rezept noch ein umfassendes Wissen, sondern ich will aufzeigen, wie vielschichtig das Thema ist und was wir eigentlich alles wissen müssen, um da eine wirkliche Lösung zu haben. Also die Frau spürt, sie hat einfach keine Lust auf Sex. Will einfach nicht. Dem Mann geht es genau umgekehrt. Er hat ein ganz starkes sexuelles Begehren, das in ihm erfüllt werden will. Und dieser Konflikt ist wahrscheinlich millionenfach auch heute in der Welt da. Aber auch der Mann jetzt, weil das eine besondere Kategorie von Menschen ist, möchte herausfinden, was denn da dahinter steckt und wie sie beide diese Situation, die immer wieder auftritt und die ganze Beziehung immer wieder scheitern lässt, sodass sie nicht zu einer erfüllten Beziehung kommen kann. Die beiden wollen das klären. Und bevor ich dann auf den möglichen Prozess eingehe, was da alles ja eventuell wirklich erforderlich ist, notwendig ist in der heutigen Zeit, früher war das nicht so, das werden wir noch sehen, möchte ich bereits am Beginn jetzt zwei wichtige Erkenntnisse aus der Anthroposophie bringen, denn wir betreiben hier ja Geisteswissenschaft. Und diese zwei Erkenntnisse sind spirituelle Erkenntnisse, die kann das Paar von Beginn an natürlich nicht kennen, wenn es sich nicht damit beschäftigt hat. Da braucht es viele Schritte bis dahin, um das zu verstehen. Doch ich möchte diese zwei Erkenntnisse bereits jetzt hier aufzeigen. Das sind zwei wirkliche Geheimnisse, die sich hinter dem Thema Sex und dem Geheimnis von Mann und Frau verbergen. Das erste ist, kennen vielleicht schon einige von euch, das erste ist, ja, wir sprechen immer von Mann und Frau. Und das ist eine typisch materialistische Sicht, weil wir schauen uns da an, da seht ihr den Axel Burger und sagt, das ist ein Mann. Nee, so einfach ist es nicht, weil ihr seht ja nur meinen äußeren Körper. Ja, aber ihr kennt dieses Matrioschka-Prinzip, ne? Nein. Da ist noch ein zweiter Körper dahinter. Und wir gehen heute nicht weiter, was da noch mehr drin steckt. Das machen wir heute nicht. Das ist ein eigenes Thema. Aber da schaut man mich an und sagt, der Axel Burkhardt ist ein Mann. Na, da innen drin ist noch was anderes. Aber weil wir so materialistisch denken, sehen wir diesen inneren Körper nicht. Den kennen die aber alle schon, die meisten haben schon davon gehört. Der Prana-Körper, der Chi-Körper, der Lebenskörper, der Äther-Körper. Das heißt, wir wissen, dass es hier zwei Leiber gibt. Die alten Inder nennen sie Koshas, Hüllen, weil das Ich verbirgt sich ja dahinter. Und diese beiden Leiber, ich nenne diese ja immer den Terranautenanzug. Diese beiden Leiber, deshalb das ist der Terranautenanzug, bilden eine unzertrennliche Einheit, solange wir hier in dieser Inkarnation sind. Aber was bedeutet jetzt diese Polarität?
Polarität heißt Polarität. Das heißt, wenn ich jetzt hier jemand außen anschaue und er sage, er ist ein Mann, dann hat er einen männlichen, sogenannten physischen Leib. Das ist der physische Leib, der äußere, die äußere Hülle. Anamaya Kosha haben die alten Vediker dazu gesagt. Aber dieser innere Leib ist polar, das Gegenteil, der ist weiblich. Und bei der Frau ist es umgekehrt. Und das ist das erste große Geheimnis, das uns Rudolf Steiner aus der Anthroposophie enthüllt. Das müssen wir verstehen. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir sagen, da steht ein Mann, dass das eine Illusion ist. Es ist eigentlich eine Illusion, von Männern und Frauen zu sprechen. Weil wir sind ja beides. Hier bin ich Mann und da bin ich Frau. Auch viele Männer mögen das gar nicht gern hören, dass sie auch Frau sind. Vielleicht mögen auch manche Frauen nicht hören, dass sie auch Mann sind. Aber das ist die spirituelle Wirklichkeit. Und dadurch, dass wir in einem materialistischen Zeitalter leben, wissen wir das nicht. Und wenn ich jetzt die zwei selben Puppen hätte, nochmal eine große und eine kleine, und würde sie gegenüberstellen, dann seht ihr schon, warum wir uns als Männer und Frauen anziehen. Weil das Männliche und das Weibliche ziehen sich hier an und hier noch einmal. Wir haben eine doppelte gegenseitige Anziehung. Das ist das Geheimnis von Mann und Frau. Das ist das, warum wir immer wieder in Beziehungen treten zwischen Männern und Frauen, weil es diese doppelte Anziehungskraft gibt. Mann und Frau, Frau und Mann. Und das müssen wir ganz ernst nehmen. Weil dahinter steckt ja dann, wenn wir schauen, was steckt dahinter. Ja, wenn wir sagen, wir holen das mal raus, obwohl es nur eines ist, dann sagen wir dahinter, da bin ja ich, da ist noch was anderes. Aber dieses Ich, das ist nicht mehr männlich oder weiblich. Das heißt, wir sind ja gar nicht Mann und Frau, wir haben nur einen doppelt geschlechtlichen Terranautenanzug mit einer Polarität, der bei Mann und Frau vertauscht ist. Warum das so ist, ist ein tiefes Mysterium, aber das lernt man alles in der Anthroposophie. Da müssen wir bis zum Sündenfall zurückkommen. Können wir hier nicht machen. Da braucht es ein richtiges Studium dafür. Jetzt kommen wir zu unserem Paar zurück. Wenn die beiden ihren Konflikt, diesen sexuellen Konflikt, wirklich lösen wollen, dann müssen sie das wissen. Weil ohne dieses Wissen, das ist meine persönliche Anschauung und Erfahrung, kann man den Konflikt nicht wirklich lösen, weil man versteht gar nicht, wer der andere ist. Dass die Frau versteht, der Mann, mein Mann ist ja Frau innerlich. Ach spannend, und ich bin innerlich Mann. Das muss man wissen, wenn man einen solchen Konflikt wirklich lösen will. Deshalb haben wir so viele Ehebeziehungen, so viele Paarbeziehungen, die diesen Konflikt 30, 40, 50 Jahre in der Ehe weitertragen und beide sind frustriert und man arrangiert sich, man macht Kompromisse, aber keiner ist erfüllt in dieser Beziehung. Auf oberflächlichen Ebenen vielleicht, aber in der Tiefe zwischen Mann und Frau herrscht dann permanent Kampf. Ja, man ist permanent in einem Kampf. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Paarbeziehungen, Ehen oder Partnerschaften es gibt, die derartig heute gelebt werden, weil man diese Dinge nicht weiß. Das ist das erste große Geheimnis zwischen Mann und Frau. Und das haben wir zu verstehen, dass wir eigentlich im wahrsten Sinn des Wortes gar nicht Männer und Frauen sind, sondern beides. Nehmt das als erstes wichtiges Geheimnis oder enthülltes Geheimnis von Rudolf Steiner mit. Und wenn wir jetzt, wie ich schon gesagt habe, zu unserem Ich kommen, das weder Mann und Frau ist, dann bedeutet es, was ich als nächstes wissen muss, dass wenn ich hier runterkomme auf die Erde, ich mir raussuche, ob ich in diesem Leben ein Mann bin oder eine Frau. Ich suche mir das raus und in der nächsten Inkarnation mag es anders sein. Auch da ist wieder die Frage, ob einer das jetzt in diesem Leben schon bejaht oder nicht. Ein Mann sagt, ich will nie eine Frau werden, ja bloß nicht. Oder Frau nie ein Mann, das ist niemals. Das ist dann anders, wenn man mal drüben ist.
Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich mich als Mann inkarniere oder als Frau. Warum? Jetzt kommt die nächste tiefe Erkenntnis, weil da brauchen wir bloß auf den Körper von uns Männern und von euch Frauen. Oder ja, ich sage jetzt fast, äußerer Körper bin ich ja Mann. Ne? Also mein äußerer Mann hat doch eindeutig eine völlig andere körperliche Konstitution als die der Frau, als der der Frau. Und jetzt kommt diese zweite Erkenntnis, ist, dass wenn wir uns als Mann inkarnieren, viel stärker mit uns Kräften, mit unseren geistigen, seelischen Kräften, viel stärker in das Materielle hineindringen und stärker in die Materie hinein inkarnieren. Deshalb haben wir einen stärkeren Körper. Wir Männer, die Männer sind stärker an die Materie gebunden. Und das ist der Grund, ein Grund, warum die Männer ein viel stärkeres sexuelles Begehren haben. Und bitte nehmt das jetzt pauschal als Gesetz und gleichzeitig immer wissen, dass es individuell sehr unterschiedlich sein kann. Kann individuell sehr unterschiedlich sein, aber das ist grundsätzlich eine Gesetzmäßigkeit. Und da kommt das große Problem der Männer, von uns Männern. Frauen bleiben in ihrer Inkarnation im Leib, vielmehr im geistig-seelischen. Sie tauchen nicht so tief hinein ins Materielle. Deshalb ist der weibliche Körper auch nicht so hart. Rudolf Steiner sagt, auch das Gehirn der Frauen ist weicher. Das heißt, Frauen verbinden sich, oder wenn wir uns inkarnieren als Frauen, nicht so stark mit dem Irdischen. Und deshalb sind die Frauen viel spiritueller. Und deshalb haben sie keinen solchen starken Sexualtrieb. Das heißt, die Frauen sind viel unabhängiger von der Sexualität als die Männer. Das ist das zweite große Geheimnis, das wir wissen müssen. Denn das bedeutet, so wie der Mann durch seine körperliche Stärke, hier die männliche Stärke im Außen, diese aktive Stärke, mehr Macht hat, körperliche Macht über die Frau, hat die Frau in diesem anderen Körper die männliche Macht. Das heißt, wir haben so und so einen Ausgleich der Macht, aber auf zwei verschiedenen Ebenen. Und weil der Mann sexuell viel abhängiger ist, hat die Frau Macht über den Mann im Bereich der Sexualität. Das weiß unbewusst jede Frau. Und deshalb benutzen die Frauen auch diese Macht. Und deshalb sollten Männer das wissen und Frauen sollten das wissen, vor allem in Paarbeziehungen, dass man sich bewusst ist, ob man diese Macht ausübt oder nicht. Und dass auch die Männer wissen, dass sie da in gewisser Weise arm dran sind und die Frauen da stärker sind. Die Frauen sind unabhängiger. Das heißt, die Männer haben eine viel höhere Abhängigkeit von der Sexualität. Und Sexualität ist ja ein Trieb, ein Begehren. Das nennt man dann ein astralisches oder auch ätherisches, ein Begehren, das ausgelebt werden will. Und dann kommen wir auch zum Schluss zu diesem Thema, eben wie man mit einem solchen Begehren umgeht. Und weil das so stark ist, tauchen diese beiden Probleme auf. Oder taucht dieses Problem der Sexualität zwischen Mann und Frau auf. Und da gibt es viele Themen, die wir heute nicht ansprechen können, sondern ich will einfach ein paar Aspekte angeben, um den Weg aufzuzeigen, einen solchen Konflikt zu lösen und was man da alles wissen müsste. Und wenn dieses Paar jetzt eine Lösung finden will für seinen Konflikt, muss er so etwas zum Beispiel wissen. Ja, das muss man wissen, sonst kann man das nicht sauber lösen, sonst kann man das wirklich nicht heilen. Aber jetzt gehen wir von diesem Paar aus und dieses Paar ist dann ein Paar von Menschen, die sagen, die schon sehr bewusst sind und sagen, ja, wir merken, da sind Konflikte da, da müssen wir an uns arbeiten. Wir müssen an uns arbeiten, wir müssen schauen, was mit uns los ist. Ja, und es wäre ja schön, wenn alle Menschen schon so weit wären, dass sie an sich arbeiten. Das ist ja geistige Arbeit. Was bedeutet das denn aber, dieses Arbeiten?
Denn das ist ja heute schon weit verbreitet, zum Glück. Und unzählige von Seminaren und Beratungen sind ausgefüllt von Menschen, die wissen wollen, die an sich arbeiten wollen, die verstehen wollen, die Konflikte lösen wollen, die Beziehungen heilen wollen. Ja, warum sind die Seminare so voll? Und warum gibt es unendlich viele Themen? Weil das so komplex ist. Und da gibt es viele kompetente Menschen oder auch inkompetente, die dann Seminare anbieten, um zu sagen, wie man an sich arbeitet. Wenn wir uns aber anschauen als Mensch, wie komplex wir sind, wenn wir jetzt noch ein paar mehr von diesen Puppen hier herausholen wollten, ne? Es hört ja nicht auf. Ist ja nicht so, dass es hier, ist auch noch nicht das Ich, ne? Und das ist auch noch nicht. Also wenn wir dann einmal wissen aus der Anthroposophie, hoppla, nee, das ist immer noch nicht fertig. Ja? Also wenn man dann hier sieht, wie komplex wir sind, ist völlig klar, dass es tausende von Seminaren geben kann, wo wir Wissen darüber brauchen, darüber und darüber und darüber und immer noch keine wirklich endgültige Lösung haben, weil uns noch das Ganzheitliche fehlt. Und da möchte ich heute ein bisschen das aufzeigen. Und das Erste natürlich, die Voraussetzung bei dem Ganzen ist, dass wir an uns arbeiten wollen. Wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich arbeiten? Weil manchmal ist ja so, dass wir sagen, nee, ich gehe dann lieber zu so einem medialen Menschen, zu einem Channel-Medium und die sagt mir dann schon, was los ist. Oder ein Guru vielleicht noch. Oder dann am besten unser Engel, der uns immer noch führt. Das ist natürlich einfacher, als an sich zu arbeiten. Sich führen lassen von dem Engel, vom Guru, von einem Medium sagen lassen, was alles los ist, dann muss ich nicht so viel denken. Und viele von uns heute haben immer noch diese Gedanken in sich. Ja, ich brauche jemanden, der mir sagt, was los ist. Klar, die braucht man auch irgendwo, aber damit ist allein nicht zu tun, nicht getan. Man geht zu einer Seherin, zu einem Seher, einem Astrologen, einer Kartenlegerin oder. Und will dort eine Antwort haben. Aber wenn wir uns bewusst sind in der heutigen Zeit, dass wir wirkliche Lösungen nur finden können, dann wissen wir, dass das nicht geht. Wenn wir Lösungen finden wollen, dann wissen wir, dass das nicht mehr geht, nur einfach zu fragen. Denn ganz egal, was uns irgendjemand, ein weiser Mensch sagt, am Ende des Tages muss doch ich das überprüfen, was mir gesagt wird. Und viele, Tausende von Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie zu einem solchen Menschen gegangen sind und ihm wurde was gesagt und es war einfach falsch. Aber wir haben es geglaubt. Aber die Zeit ist vorbei. Wir müssen doch das überprüfen können, was uns gesagt wird, anstatt blind daran zu glauben. Denn das haben wir doch aus den letzten Jahrhunderten, aus der Geschichte schon gelernt. Die Zeiten des Glaubens aus den Kirchen, den Konfessionen heraus, sind vorbei. Natürlich streben wir immer noch dazu, Glauben ist viel einfacher. Aber es ist längst die Zeit des Wissens angebrochen. Aber das ist schwieriger als einfach zu glauben. Aber warum streben wir denn nach Wissen? Warum strebt das Paar danach, den Konflikt zu lösen? Sie wollen doch Wissen haben. Wissen, und zwar wirkliches Wissen. Warum? Weil wir doch als großes Ziel in unserem Leben selbst bestimmen wollen. Wir wollen selbst bestimmen, was unser Leben ist. Wir wollen unser Leben leben und wir wollen nicht gelebt werden, sondern das Leben, was wir sein wollen. Und das müssen wir ja auch herausfinden. Wir wollen, je bewusster wir werden, unsere eigene Lebensberufung finden. Selbstbestimmung. Das ist doch das Erste, was wir Menschen anstreben. Selbstbestimmung im Leben. Und da ist die Frage, wie komme ich denn dahin? In dieser Partnerschaft will ich mich selber bestimmen. Ich will gerne eine Liebe in der Partnerschaft leben, aber mich nicht vom Partner bestimmen lassen. Und dann muss ich auch erkennen, dass ich meinen Partner nicht bestimmen darf. Es wäre schön, wenn er alles das tut, was ich mir wünsche. Aber so einfach geht das nicht.
Und da sind wir mittendrin in all den Partnerkrisen. Ja, wir müssen hier etwas, ein weiteres Wort hier finden, ja, wenn wir hier von Selbstbestimmung reden, das habe ich vorhin schon gesagt. Da geht es um mehr, da geht es um Entwicklung. Wir merken, ja, da muss sich etwas in mir entwickeln. Und diese Entwicklung, also der Begriff Entwicklung ist so wichtig. Das ist ein zentraler Begriff und das sind auch schon viele unterwegs. Ja, die selbst, mache ich so. Aber wie soll ich mich entwickeln, dass der andere mich entwickelt? Nein. Nein, ich will doch mich selbst entwickeln. Selbstentwicklung, das ist das nächste Wort, der nächste Begriff, den wir brauchen für Lösung von Krisen. Ja, Selbstentwicklung, wunderbar. Wie entwickle ich mich denn? Wie mache ich das? Wohin soll ich mich denn entwickeln? Wohin will ich mich entwickeln? Soll ich mich? Will ich mich? Irgendwann taucht diese Frage bei jedem um uns ab. Von in dieser Partnerkrise wissen die beiden auch, irgendwas müssen sie in sich entwickeln. Wie mache ich das? Wie mache ich Entwicklung? Und da kommt der nächste Begriff, den man dann verstehen muss. Ja, da gibt es einen Begriff, ja, ich muss doch etwas aus mir herausholen, etwas verwandeln, verändern. Und das ist das, was wir normalerweise sagen, das ist Erziehung. Ich will etwas aus mir herausziehen, aber ich will nicht mehr von außen erzogen werden. Das will ich nicht mehr. Ich will mich, wenn dann schon, selbst erziehen. Erziehung heißt übrigens, die eigenen Anlagen zur Entfaltung zu bringen. Kindererziehung heißt, dem Kind zu helfen, seine Anlagen zur Entfaltung zu bringen und dabei eventuell unangenehme Laster, Charaktermerkmale auch im Verwandeln zu helfen. Das bedeutet Erziehung. Und dann haben wir den Begriff Entwicklung. Ja, was heißt Erziehung und Entwicklung? Das geht Hand in Hand. Und dann haben wir bei dem Begriff Entwicklung hier dieses lateinische Wort der Evolution. Ja, was heißt denn Evolution? Kommt aus dem Lateinischen, heißt evolvere. Herausentwickeln. Das heißt, Evolution ist wirklich etwas aus mir herausholen durch meine eigene Selbsterziehung. Ja? Das ist das, zur Selbstbestimmung zu kommen, heißt, ich muss mich dahin erziehen, mich dahin entwickeln. Und das ist das, was auch dieses Paar dann irgendwo spürt und braucht eine Antwort und sagt, ja, stimmt, stimmt. Ich muss ja mich selber so erziehen, mich selbst entwickeln, dass ich zu meiner Selbstbestimmung kommt. Und das ist eben ein Begriff, der in der Anthroposophie so wichtig ist, ja, die Selbsterziehung. Wir sind jetzt in dem Zeitalter, ja, und da müssen wir dann jetzt einige Begriffe hier kennenlernen. Wir sind in einem Zeitalter und jetzt kommen wir zur spirituellen Weltgeschichte der Menschheit. Und die gibt es eben in dem Sinne, jetzt wissenschaftlich nur in der Anthroposophie. Und wir können heute psychologisch viel über Selbsterziehung reden, da gibt es viele praktische Tipps. Aber ohne den spirituellen Hintergrund werden wir das nicht wirklich erfassen können. Und noch kein so guter Therapeut, wenn er die spirituelle Dimension nicht kennt, fehlt ihm etwas Essentielles. Denn ich muss ja wissen, im Rahmen der Evolution, im Spirituellen, dann lehrt uns eben die Anthroposophie, dass es wirklich einen göttlichen Plan gibt. Ich muss wissen, dass im Hintergrund etwas steht, ein wichtiger Begriff aus der Anthroposophie, dass es einen Evolutionsplan gibt, eine generelle Evolution, der uns sagt, wohin wir eigentlich gehen sollen. Ich werfe nur das Wort Geister der Freiheit in den Raum. Und dann lehrt uns dieser Weltenplan und die Anthroposophie, dass wir eben jetzt in einem speziellen Zeitalter leben,
Ja, den Weltenplan, muss ich mal kurz holen. Für einen Moment aus dem Blickfeld verschwunden. Den Weltenplan aus dem Off geholt. Das ist eine Skizze des Weltenplans, das ist nur eine Skizze, die meisten von euch kennen ihn. Und da sind wir eben heute in einem bestimmten Zeitalter, das hier im sogenannten fünften großen Zeitalter. Und da sind wir in einem fünften Unterzeitalter, das kennt ihr alle, das ist das Fischezeitalter. Aber eben, das muss man dann lernen aus der Anthroposophie, dass wir im Zeitalter der Bewusstseinsseele leben. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir etwas Spezielles entwickeln müssen in diesem Zeit oder sollen. Nämlich das volle Selbstbewusstsein. Das volle Selbstbewusstsein. Voll. Voll heißt voll bewusst. Und nur aus einem solchen vollen Selbstbewusstsein oder Ich-Bewusstsein, das ist noch deutlicher, aus dem Bewusstsein meines vollen Ichs, nur aus dem heraus kann ich mich doch selbst nur erziehen. Das heißt, dieses Paar, wenn es an seinen Konflikt herangehen will, ernsthaft und ihn verstehen will und lösen will, schon mal die Sexualität muss ich verstehen, das Geheimnis von Mann und Frau, jetzt muss ich auch noch verstehen, aha, ich lebe wirklich in einem Zeitalter, wo es darum geht, dass ich mein Ich entwickle, ein vollständiges Selbstbewusstsein, ein volles. Und dazu muss dieses Paar auch verstehen, wenn sie sich jetzt begegnen, dass sie beide geistige Wesen sind. Der Begriff des geistigen Wesens ist so wichtig. Ja, das Paar sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, wenn ich dann Anthroposophie gelernt habe, dass wir beide geistige Wesen sind, im Hintergrund eigentlich, und sind jetzt hier runtergekommen auf die Erde. Das heißt, ich muss wissen, dass es sowas gibt wie Inkarnation. Und da komme ich jetzt bei dem Beispiel noch drauf. Und Karma, das sind alles die Dinge, die man eigentlich heute in Partnerbeziehungen wissen muss, wenn man solche Konflikte lösen will. Weil Karma spielt nämlich hinein in solche Beziehungen. Und wenn ich das nicht weiß, dann werde ich nie wissen, was eventuell der Konflikt ist, der sich hier spielt, der sich hier zeigt. Und dass wir dann begreifen, dass wir geistige Wesen sind, die über viele Inkarnationen hier auf die Erde kommen, um eine Entwicklung durchzumachen zu einem höheren Ziel. Das ist eigentlich ein kleines Einmaleins der Anthroposophie. Und warum ist jetzt der Begriff der Selbsterziehung so wichtig? Das ist nämlich dieses neue Wort. Dieses Zeitalter hat etwa begonnen im 15. Jahrhundert, Beginn des 15. Jahrhunderts. Davor gab es eine solche Selbsterziehung noch nicht. Es hat es spirituell nicht gegeben, es war damals nicht relevant. Warum? Weil wir von anderen geistigen Wesen, unseren Engeln und Erzengeln und was auch immer, geführt worden sind. Da kommt der Begriff der Fremderziehung. Ja, das ist Fremderziehung. Ja, das kennen wir. Wann brauche ich Fremderziehung? Ja, gute Eltern. Gute Eltern machen Fremderziehung. Sie erziehen ihr Kind, solange das möglich ist, dass es seine Anlagen voll entwickeln kann. Gute Eltern entwickeln und erziehen ihre Kinder so, dass sie sich gemäß ihrer Lebensberufung, ihres Lebensplans entwickeln. Und wir waren geistige Kinder. Jetzt müssen wir begreifen, dieses Paar in diesem sexuellen Konflikt, so weit geht es, sollte wissen, dass sie in einem Zeitalter leben, wo sie sich selbst nur noch erziehen können. Es gibt keinen Engel mehr, der uns führt. Ah, und das ist der Grund, warum ich an mir arbeiten will. Ich will das tun. Natürlich kann ich mir Berater ohne Ende holen, aber zum Schluss muss ich die alle überprüfen. Dazu muss ich Fähigkeiten haben. Und dass wir dann begreifen, dass wir in diesem Zeitalter der Selbsterziehung auch die Fähigkeit dazu haben, weil unsere geistigen Eltern haben sich zurückgezogen, wie es sich für gute Eltern gehört. Nach der Pubertät hören die Eltern auf, die Kinder zu führen. Und dieses spirituelle Zeitalter der Bewusstseinsseele oder das Fischezeitalter, immer wieder der Hinweis, nicht das Wassermann-Zeitalter,
Das Fischezeitalter ist das Zeitalter, wo sich die geistigen Wesen jetzt zurückgezogen haben. Die Pubertät, die Adoleszenz geht zu Ende und liebevolle Eltern ziehen sich zurück. Über lange, lange, viele Äonen sind wir fremdgeführt worden, aber das ist vorbei. Wir sind spirituell gesehen 21 Jahre. Und vorher hatten wir diese Reife nicht. Den Begriff der Selbsterziehung gab es nicht. Diese sexuellen Konflikte gab es vielleicht, aber nicht in der Form wie heute. Denn damals war das alles anders geführt. Und diese Begriffe wie Reinkarnation und Karma, das kennen die meisten heute. Jeder, der sich irgendwo bewusst entwickelt, weiß, dass es das gibt. Das ist heute schon allgemein Wissen. Aber kennen wir wirklich die Gesetze der Reinkarnation? An dem Beispiel will ich das noch ein bisschen aufzeigen. Oder haben wir nur aus den alten indischen, buddhistischen Schriften oder irgendwoher ein Wissen übernommen über Karma und Reinkarnation? Altes, esoterisches und auch deshalb unklares Wissen, das kommt übrigens von der alten Atlantis her, das haben wir eventuell nur übernommen, aber wir, mit dem Übernehmen können wir eigentlich nicht wirklich etwas anfangen. Es fehlt uns die klare Sicht, und die gibt es eben aus der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner. Also wir müssen verstehen, dass dieses Zeitalter jetzt uns die Voraussetzung liefert, dass wir uns selbst erziehen können. Und was heißt das denn jetzt? Volles Selbstbewusstsein, volles Ich-Bewusstsein heißt, ich kann mich nur selbst erziehen, wenn ich ein freies Wesen bin. Nur dann geht das. Das heißt, ich muss wissen, und das gilt jetzt auch für diesen Konflikt, beide wollen ja aus ihrer Freiheit heraus gerne entscheiden. Sie wollen sich nicht vom anderen bestimmen lassen. Selbstbestimmung geht nur aus Freiheit heraus. Und wir wissen, dass dieses Zeitalter jetzt das Zeitalter der Freiheit ist. Und was heißt Freiheit? Freiheit heißt ein freier Wille. Und wenn wir jetzt in die Naturwissenschaft schauen, in die Neurowissenschaft, dann sagt die Neurowissenschaft, die alles über das Gehirn ableiten will, den freien Willen gibt es nicht. Das heißt, die Naturwissenschaft hilft uns überhaupt nicht, diesen Konflikt zu lösen. Ja, es ist spannend. Also dieses Paar, die beiden sollten die Dinge eigentlich kennen, jetzt sollten sie auch noch wissen, was Freiheit ist. Sie müssen ja wissen, wie das geht. Wann bin ich denn frei? Wann bin ich denn nicht frei? Also wir müssen das wissen, was Freiheit ist. Wann bin ich wirklich von mir selbst geführt? Wir können jetzt auch hier noch hinschreiben, Selbstführung. Das ist ein weiterer Aspekt. Ich will mich in meinem Willen selbst führen. Wie geht das? Was heißt das, mich selbst führen? Welche Kräfte brauche ich dafür? Und dann müssen wir das Nächste lernen, was für viele Menschen immer unangenehm ist, dass dieses Zeitalter jetzt eben nicht mehr das Zeitalter der Religionen ist, dass wir irgendeinem Guru oder einem Priester oder Schriften folgen. Es ist nicht mehr das Zeitalter der Religionen. It's over. Ist vorbei. Wir haben das Zeitalter der Wissenschaft. Und das ist für viele unangenehm, weil sie sich unter Wissenschaft immer irgendwelche Physiker vorstellen. Nein, Wissenschaft ist das Element der Freiheit. Die Wissenschaft macht uns frei. Das Zeitalter der Religion und Gurus ist zu Ende gegangen. Und deshalb muss auch dieses Paar, wenn es das Ganze verstehen will, den Konflikt und den lösen will, sich lösen von allen religiösen Vorstellungen. Die gehören alle dem Zeitalter der Fremderziehung an. Die beiden müssen verstehen, dass sie wissenschaftlich werden müssen. Das sind sie so und so, sie wissen es vielleicht noch nicht. Weil, was entsteht denn aus Wissenschaft? Was will die Frau, was will der Mann wirklich? Was wollen die beiden? Was wollen die beiden? Und das liefert Wissenschaft. Was wollen die beiden? Sie wollen Wissen haben. Sie wollen Gewissheit haben. Sie wollen, wenn sie herausfinden wollen, was dahinter steckt, wollen sie Gewissheit haben.
Nicht einfach nur glauben, Gewissheit. Ja? Sie wollen wissen, dass das, was sie heraus, sie wollen erkennen, dass das, was sie herausfinden, was sie da treibt in ihrer Partnerkrise. Was die Wahrheit ist, das ist das, wonach ein jeder strebt, wenn er an sich arbeitet. Also müssen wir auch, wenn wir jetzt herangehen wollen an die Lösung einer solchen Krise, und das gilt auch für das Paar, eigentlich wissen, was ist Wissenschaft. Das muss man wissen. Und da muss man wissen, was das heißt und das heißt und das heißt. Und wie komme ich zu Gewissheit? Das ist eine spannende Thematik. Wie kann ich die Krise lösen und woher weiß ich, dass sie wirklich gelöst wird? Wie soll ich handeln? Das heißt, dieses Paar muss eigentlich hier zwei Dinge in sich kennen, entwickeln. Das eine ist, ja, ich muss hier das erkennen. Ich muss die Fähigkeit haben, die Wahrheit zu erkennen. Die Fähigkeit der Erkenntnis. Erkenntnis führt zur Wahrheit. Und dann muss ich, um den Konflikt zu lösen, muss ich sagen, ja, welche Fähigkeit brauche ich dann noch? Ich muss erstmal erkennen, was ist denn los jetzt in unserem Konflikt? Warum habe ich keine Lust? Warum bin ich als Mann so? Warum bin ich als Frau so? Was steckt dahinter? Das will ich alles erkennen. Ich will die Wahrheit finden. Und dann will ich, wenn ich das herausgefunden habe, entscheiden. Was tue ich jetzt in dieser Beziehungskrise? Also brauche ich die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das sind die zwei Qualitäten, die ein jeder Mensch braucht, auch jetzt in diesem Fall, um die Krise lösen zu können. Und wenn wir dann sagen, naja, wir leben im Zeitalter der Wissenschaft, das ist jetzt das Zeitalter der Wissenschaft, dann muss ich doch die Frage stellen, dann zu sagen, ja, woher, welche Wissenschaft habe ich denn, die mir genau sagt, was da los ist? Wo kann ich mich denn hinwenden? Und die eine Möglichkeit ist, ich gehe jetzt in die moderne Philosophie. Ja, Neurowissenschaft, haben wir schon festgestellt, die hilft mir nicht viel. Dann gehe ich zu den Philosophen. Und wenn man sich den modernen Philosophen zuwendet, dann stellt man fest, dass man eigentlich keine Erklärungen bekommt. Dass es 100 Meinungen gibt von 100 Philosophen, aber keine wirklichen Antworten. Und man landet wieder bei der Anthroposophie. Bei der Wissenschaft vom Geist. Das ist einfach so, deshalb heißt unser Kanal Geisteswissenschaft TV. Geisteswissenschaft. Das ist die Wissenschaft vom Geist, die durch Rudolf Steiner jetzt in die Welt gebracht worden ist. Und dort finden wir Antworten. Also es ist in jeder Wissenschaft, ja, die muss ich halt studieren. Ich muss die Grundlagen lernen, das Kleine, das Große, einmal eins der Anthroposophie. Das ist so im Prinzip das, wenn man sich das anschaut, alles das, was ein solches Paar wissen sollte. Weil wie will ich sonst eine solche Krise lösen, wenn ich feststelle, ich brauche das eigentlich dafür, dieses Wissen. Geheimnis der Sexualität, Geheimnis von Ätherleib und physischem Leib, es geht gleich noch weiter. So, und jetzt kommt der Prozess selber. Ja, wie gehe ich jetzt das Thema an? Wir stehen jetzt bei dem Konflikt und sagen jetzt, wo fange ich denn an? Was ist denn der Schritt, den ich gehen muss? Den ersten Schritt, und das lernt man dann bei der Wissenschaft, das lernt man dann. Ja, wenn man weiß über Wissenschaft, dass ich anfangen muss bei Beobachtung. Und zwar von was? Von mir. Ich muss mich erst einmal, bevor ich irgendwo eine Ursache finde und eine Theorie, eine These habe, ich muss dazu mich erst einmal beobachten. Das heißt, der erste Schritt immer, und das tut ihr alle, das tut man in solchen Krisen auch, man weiß es vielleicht nicht, dass man den Begriff dafür verwenden sollte, das ist die Selbstbeobachtung. Das ist immer der erste Schritt, dass ich erstmal beobachte, was ist denn eigentlich in mir los? Das ist immer der erste Schritt, die Selbstbeobachtung. Die Frau will herausfinden, was lebt denn in mir? Ich spüre eine Unlust, ich habe den Gedanken und so weiter. Wie soll ich jetzt handeln? Die Frage und alles dreht sich und dreht sich und viele Thesen und Theorien. Aber es ist eben so, dass dieser wissenschaftliche Weg so geht, dass ich zuerst eine Selbstbeobachtung brauche. Ich muss erst beobachten. Und dann, und jetzt kommen wir zur Wissenschaft und zur Geisteswissenschaft,
Dann, wenn ich jetzt beobachtet habe, dann muss ich sagen, okay, was habe ich denn jetzt beobachtet? Was lebt denn da in mir? Da muss ich dann eine These mir bilden. Ich muss, und das ist der Schritt der Wissenschaft, ich muss mir eine These bilden, was da in mir los ist. Und dann muss ich sie irgendwann, das ist der wissenschaftliche Schritt, irgendwann muss ich das prüfen und schauen, ob die These, die ich mir da gebildet habe, ich werde eben nachher das ein bisschen konkreter machen, muss ich dann prüfen. Was will ich mit meinem Mann? Was will ich mit meiner Frau? Was lebt da in mir? Was lebt da in uns beiden? Warum haben wir diesen Konflikt? Und Beobachtung ist ein ganz wichtiger Begriff. Es gibt den anderen Begriff dazu, das ist der der Wahrnehmung. Das ist noch ein feiner Unterschied. Brauchen wir jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Das ist die systematische Wahrnehmung. Ich muss mich systematisch wahrnehmen. Und deshalb muss ich auch da, wenn man jetzt dahin geht und sagt, wir wenden uns einem Paartherapeuten, einem Psychologen, ist es auch heute so, dass leider in der Psychologie eben diese Begriffe nicht klar sind, weil dort kein spiritueller Hintergrund vorhanden ist, sei denn der Psychologe ist spirituell geschult, dann ist das etwas anderes. Aber man merkt dann auch, irgendwo findet man dort noch keine wirkliche Lösung, weil es fehlt noch etwas. Und wenn ich jetzt mir sage, okay, ich muss mich selbst beobachten, was lebt da in mir? Dann ist die spannende Frage eben, naja, wann kann ich denn etwas beobachten? Wann kann ich denn etwas wahrnehmen? Wann kann ich nur etwas wahrnehmen? Eine Fledermaus kann Ultraschallwellen wahrnehmen. Warum? Weil es ein Organ dafür hat. Ich brauche ein Wahrnehmungsorgan dafür. Und wenn ich das nicht habe, kann ich nicht wahrnehmen. Wenn ich blind bin, sehe ich kein Licht. Wenn ich taub bin, höre ich nichts. Ah, Selbstbeobachtung heißt, welche Wahrnehmungsorgane brauche ich denn? Was kann ich denn überhaupt in mir wahrnehmen? Und dann haben wir hier die Frage, was kann ich denn alles wahrnehmen? Ja, dafür haben wir unsere Sinne. Ja, das heißt, wir sagen, wir haben unsere physischen Sinne. Das sagen die Augen, die Ohren, Geschmack, Geruch und so weiter. In der Anthroposophie lernt man, dass es 12 gibt, nicht nur 5. 12 Sinne. Das nächste, das ist ja viel tiefer gehender, als wir glauben. Das ist die eine Wahrnehmungsebene, aber die ist ja nur körperlich. Dann haben wir aber noch die Seele. Habe ich denn Wahrnehmungsorgane für die Seele? Dann habe ich noch den Geist. Habe ich denn Wahrnehmungsorgane für den Geist? Was kann ich denn überhaupt wahrnehmen? Und allein zu unterscheiden, was Körper, was Seele und was Geist ist, wo lernen wir denn das? In der Psychologie ist das nicht klar, in der Philosophie ist das nicht klar. Anthroposophie gibt uns klare Begriffe, klare Unterscheidungen, dass man genau weiß, was ist Seele und was ist Geist. Das lernt man in der Anthroposophie. Und deshalb lernt man auch hier, was in der Seele so unsere Grundkräfte sind. Das ist so wichtig, dass man dann in der Beziehung unterscheiden lernt, was ist jetzt ein Gedanke in mir, was ist ein Gefühl und was ist ein Begehren. Ja, man lernt, dass es in der Seele eben sowas wie Denken, Fühlen, das kennen die meisten von euch schon, und das Wollen gibt. 3 Grundkräfte in unserer Seele und die kann ich beobachten. Und das hat nichts zu tun mit diesen 12 Sinnen. Und dann stellt man auch noch fest, dass dann etwas anderes dazukommt, nämlich dann ist etwas noch unterschieden. Das sagt, ja, es gibt auch Empfindungen, das ist noch etwas anders. Das kann man auch noch lernen, das ist ein bisschen auch ein Gefühl, aber ein spezielles Gefühl. Ja, und dann haben wir im Geist, dann sagen wir, ja, da haben wir die Fähigkeit des Erkennens oder des Urteilens. Wir können uns Urteile bilden, bitte nicht jetzt moralische Urteile und so weiter, gibt es auch noch Unterscheidungen. Und das Spannende ist eben, wenn man jetzt sagt, ja, da muss ich ja wenn ich die Seele mir anschauen will, da muss ich ja Psychologie betreiben, muss ich da Psychologie studieren. Hilft relativ wenig, weil man in der Psychologie die Seele nicht wirklich beobachtet hat. Rudolf Steiner hat das gemacht. Deshalb hat er eine anthroposophische Psychologie begründet. Die nennt man übrigens die Psychosophie. Ja, findet ihr alles in seinen Werken. Da gibt es eine Grundlage für eine echte seelische Beobachtung in uns. Und dann stellt man auf einmal fest, ja, da gibt es eben in der Seele hier,
In der Seele gibt es eben unser Begehren. Der Mann hat ein unglaublich sexuelles Begehren. Die Frau hat ein anderes Begehren. Ich meine, die Sexualität bei der Frau kommt natürlich dadurch zustande, dass Kinder geboren werden wollen. Da können wir heute nicht drauf eingehen. Aber wenn ein Kind an Seele herunterkommen will, kann es schon sein, dass einfach dann der sexuelle Trieb viel stärker erwacht in der Frau, weil eine Beziehung zum Kind existiert. Das sind alles spirituelle Hintergründe, die alle damit hineinspielen können. Also Sexualität ist ein Riesenthema, können wir heute überhaupt nicht umfassend betrachten, sondern nur die Grundlagen uns ein bisschen anschauen. Ja, dass wir feststellen, ach, da gibt es eine Kraft in uns, die mit dem Wollen, das ist das Begehren. Und das andere ist eben das Urteilen. Da lernen wir bei Rudolf Steiner in der Psychosophie, dass das die zwei wesentlichen Seelenkräfte sind. Ah, was passiert denn? Kann ich das in mir beobachten? Ja, das kann ich beobachten. Aber trotzdem muss man sich dann das genau anschauen und sagen, ah, was kann ich denn wirklich in mir beobachten? Und dann stelle ich fest, dass eben der Begriff der Wahrnehmung, Wahrnehmung heißt immer nur, es muss ein Wahrnehmungsorgan da sein und es muss unmittelbar wahrgenommen werden. Nicht mittelbar, nicht über einen Umweg, sondern unmittelbar. Und dann ist nämlich die spannende Frage, und das ist wichtig für die Lösung von solchen Konflikten, was kann ich wirklich wahrnehmen in mir, jetzt mal abgesehen von den äußeren Wahrnehmungen? Dann stelle ich fest, eines, und das übersehen wir meistens, sogar das übersehen wir, das merken wir immer wieder, das Erste, was ich wahrnehmen kann, das Erste, was ich wahrnehmen kann, sind in der Seele meine Gedanken. Außen kann ich meine Handlungen wahrnehmen. Ja, ich kann sehen, wenn ich was tue. Mit den Händen, den Füßen, mit der Zunge, wenn ich spreche. Meine Gedanken kann ich wahrnehmen und meine Handlungen kann ich wahrnehmen. Ja, ich kann äußerliche Dinge draußen auch noch wahrnehmen, so wie meine Handlungen, die Handlungen von anderen, die Natur, alles Mögliche. Aber zunächst kann ich mal nur meine Gedanken wahrnehmen, unmittelbar. Und wenn wir dann zu unseren Gefühlen kommen, und das ist immer wieder schön zu sehen, wenn man das in Vorträgen oder Seminaren macht, wenn ich dann immer wieder frage, und beschreib mal deine Angst, ja, dann wird die Angst immer beschrieben an was? An körperlichen Merkmalen. An Bleichheit, an Schwäche, an Zittern, an Herzflattern, an Magenkrämpfen. Das heißt, das Gefühl zeigt sich im Körper und da nehme ich es wahr. Also nicht unmittelbar, das ist schon einmal ein großes Geheimnis, dass ich eigentlich unsere Gefühle zwar irgendwo erlebe, aber erst benennen kann, wirklich wahrnehmen kann, wenn sie im Körper eine Reaktion zeigen. Das ist so wichtig zu wissen, wenn man sagt, ja, ich habe da ein Gefühl. Und wenn man sich dann selbst beobachtet, und das muss man dann lernen, dann stellt man fest, ja, stopp. Das Gefühl erlebe ich ja über den Gedanken, den ich habe, über die Wahrnehmung, die ich mir im Körper gemacht habe. Ich sage, ja, das ist jetzt Angst, das weiß ich. Und dieses über den Gedanken etwas sozusagen herausfinden, das nennen wir Erkennen. Erkennen heißt, ich nehme etwas wahr und finde dazu den Begriff, die Idee. Das nennt man Erkenntnis. Und das ist sozusagen das kleine Einmaleins in der Anthroposophie, dass man das erkennt, dass man das lernt. Weil alles, was wir suchen, ist Erkenntnis, Wissen, Gewissheit. Gewissheit ist noch ein bisschen mehr, ist die Bestätigung meiner Erkenntnis. Das suchen wir. Und dieses Paar sucht Wahrheit, sucht Erkenntnis. Und Erkenntnis kann ich wissenschaftlich nur gewinnen anhand des Denkens, an meinen Gedanken. Ja, das ist Angst, das ist ein Gedanke. Das heißt, diese Dinge hier, die spielen sich alle zunächst im Denken ab. Also muss dieses Paar auch verstehen, das muss man wirklich verstehen, wenn man seinen Konflikt ernsthaft bewusst lösen will, ah, ich muss mich um mein Denken kümmern. Und dann lernt man eben in der Anthroposophie, und das kann man beobachten, dass wir nur im Denken wirklich wach sind. Im Fühlen eben nicht, das wird erst über die körperliche Reaktion, tritt das ins volle Bewusstsein. Dass wir dann sagen, das ist Angst und nichts anderes. Merkt euch das, dieses nichts anderes. Ich muss die Bedeutung meines Denkens verstehen. Hier steht noch Gedanken, hier steht Denken.
Was hier auch noch dazu kommt, ist Bewusstsein, Seele. Was ist denn eigentlich, wann bin ich mir etwas bewusst, steht nicht mehr da. Den Begriff des Bewusstseins muss man irgendwo lernen und den findet man auch weder in der Psychologie, in der Philosophie oder in der Esoterik sauber beschrieben. In der Anthroposophie finden wir eine Antwort darauf, eine wirkliche Antwort. Also diese Bedeutung des Denkens, dass ich in mir erlebe, dass die Beobachtung sozusagen meiner Gedanken das Erste ist, was ich in der Selbstbeobachtung lerne. Ach, da habe ich den Gedanken und dann habe ich den Gedanken, ich komme gleich noch drauf zurück. Und wenn ich dann sage, das ist das und nichts anderes, diese zwei Worte, nichts anderes. Ja, was ist denn das, was ich da können muss? Das gehört hiermit dazu. Was muss ich denn können, um sagen zu können, das ist das? Ich werde dann gleich zu dem Beispiel kommen, wo es noch ein bisschen tiefer spirituell geht. Das unterscheiden zu können, das ist das und nichts anderes, nennen wir Unterscheidungskraft. Die Unterscheidungskraft, die gehört hiermit dazu. Und diese Unterscheidungskraft, die haben wir alle. Ich muss sie nur nutzen. Und die nennt man üblicherweise übrigens Verstand oder Intellekt. Und das ist die Unterscheidungskraft. Ich muss das Wahre vom Falschen unterscheiden können. Alle alten spirituellen Lehren sagen das Wichtigste, ob es Bhagavad Gita ist oder was auch immer. Die wichtigste Fähigkeit von uns Menschen ist, das Wahre vom Irrtum unterscheiden zu können. Das nennen wir übrigens Verstand. Das heißt, wir müssen auch richtig verstehen, was Verstand ist, weil der Verstand ist nichts anderes als eine Analysefähigkeit, nämlich unterscheiden zu können. Ich muss aber auch etwas wieder zusammenführen können, und das lernt man normalerweise auch nicht, nämlich die synthetische Kraft, die Synthese, die Zusammenführung von Dingen zu einem Ganzen, das ist etwas anderes, das nennt man Vernunft. Das heißt, ihr seht schon, was wir da alles eigentlich an Worten und Begriffen brauchen, um einen solchen kleinen Konflikt lösen zu können. Aber wir sollten das wissen. Das ist alles Kleines und Großes einmal eins in der Geisteswissenschaft, in der Anthroposophie. Und ich sage, es ist meine persönliche Überzeugung, meine Erfahrung jetzt aus den 50 Jahren, wenn die beiden ihre Krise lösen wollen, ernsthaft, bewusst und heilend, dann sollte man das wissen. Also müssen sie beginnen in der Beobachtung ihrer Gedanken, weil das ist das, was unmittelbar da ist. Und dann lernt man auch, naja, wodurch entsteht denn Angst? Auch das ist immer spannend, wenn man sich das einmal bewusst macht, gibt eben bei Rudolf Steiner dann den schönen Satz, der Gedanke ist der Vater des Gefühls. Angst entsteht durch die Gedanken, die ich mir mache über die Zukunft. Existenzangst, Krankheitsangst, Krebsangst, was auch immer. Hunderttausende von Ängsten können wir jeden Tag erzeugen. Jetzt kommt der dritte Weltkrieg und dann kommt das und das Geld geht mir aus und das kommt und das. Ich kann mir tausende von Angstgedanken machen, unser Körper reagiert drauf, schüttet Stresshormone aus und die Angst entsteht. Unser Gefühlsleben reagiert auf unsere Gedanken. Und dann lernen wir, ach, unsere Gedanken erzeugen die Gefühle. Also ist der Schlüssel zu meiner Selbstbestimmung, zu meiner Freiheit. Ja, der Schlüssel zur Selbsterziehung, zur Selbstbestimmung, zur Freiheit ist mein Denken. Meine Gedanken, mein Denken ist der Schlüssel. Und dann kommt die Frage, auf die man dann stößt, weil das haben die Philosophen alle nicht geschafft, dann erst wieder mit Rudolf Steiner in seinen Grundlagen. Was ist denn mein Denken eigentlich? Woher kommen meine Gedanken? Wer denkt denn da in mir, das bin doch nicht ich, ach, das ist meine Großmutter, nein, das ist derjenige, oder da denkt doch jemand in mir, bin ich das nicht, woher soll ich das wissen? Ist es mein höheres Selbst, ist es mein Ego, all diese Begriffe schwirren dann rum und da brauche ich Klarheit. Und wenn ich dann sage, wer spricht in mir, wer denkt in mir, dann muss ich noch unterscheiden zwischen Gedanken und Worten. Ich muss unterscheiden, dass eben hier Worte nur Schall und Rauch sind und Gedanken etwas anderes sind. Das sind Begriffe, das sind Ideen, das ist etwas ganz anderes. Und dann lernen die beiden, wenn sie das verstanden haben, sie wollen ja eine erfüllte Beziehung leben, dann merken sie, ja, wir können uns ja nur aneinander verstehen und erfüllt kommunizieren, wenn wir dieselben Begriffe haben, nämlich das, was hinter dem Wort steht. Hinter dem Wort steht eine Idee. Das Wort ist eigentlich völlig unwichtig.
Wenn ihr nach Berlin fahrt und da steht ein Schild Berlin draußen, das ist nicht Berlin, dieses Stadtschild. Da steht nur drauf, dahinter ist Berlin. Versteht ihr, das Wort, das wir verwenden, hat zunächst mit dem dahinter wenig zu tun. Und verstehen tun wir uns nur, wenn wir die richtigen Begriffe haben. Und das sind eben Gedanken, das sind Ideen. Also muss man lernen, miteinander in einer solchen Beziehung wissen, wovon man redet. Weil wenn man die falschen Begriffe verwendet, ist der Konflikt schon wieder verstärkt. Das sind alles so kleine Grundlagen, die man eigentlich braucht, um an diesen Konflikt heranzugehen. Das sind alles Voraussetzungen. Und jetzt beginnen die beiden mit der Beobachtung ihrer Gedanken und ihrer Handlungen. Und die Frau beobachtet, dass ein gewisses Verhalten von ihrem Mann sofort diesen Widerstand auslöst, eine Antipathie, ein Widerstand aus der Tiefe der Seele. Und der Gedanke kommt ganz bestimmt, nein, Sex will ich jetzt nicht, Punkt. Das ist das Antibegehren, ja, das ist das Gegenteil von Begehren, das ist die Antipathie. Und dann nimmt sie diesen Gedanken wahr, ist einfach mal der Gedanke, der ist da, das nennt man dann ein Wahrnehmungsurteil. Und das ist noch sehr, sehr, sehr oberflächlich. Ja, der Mann erlebt das andere, er erlebt ein starkes Begehren und da den Gedanken, der ihn ständig beschäftigt, ja, ich will jetzt Sex, ich brauche Sex. Und dann kommt eine Reaktion. Wenn der Mann dann vielleicht darauf besteht, wird sie heftig. Das heißt, es findet eine Handlung statt, eine Reaktion. Ja, warum handle ich denn jetzt so? Warum? Ich könnte ja anders auch handeln. Und sie merkt nur, dass sie irgendwie getriggert wird. Und sie merkt, dass sie ein Handlungsmuster in sich hat. Immer wieder dasselbe. Aber die beiden wollen ihr herangehen, sie wollen an sich arbeiten, sie wollen eine Lösung dafür finden. Und wenn man jetzt von diesem Handlungsmuster ausgeht, ein kleiner Ausflug noch einmal in die Anthroposophie, da gibt es die berühmten 6 Nebenübungen von Rudolf Steiner und die 3. Übung nennt man die Gelassenheitsübung. Diese Gelassenheitsübung ist dann geeignet, in einem solchen ersten Schritt das Handlungsmuster zu verändern. Das ist noch nicht die endgültige Lösung. Denn die endgültige Lösung ist, ich will herausfinden, was steckt denn hinter meiner Antipathie. Aber ich kann damit sehr gut umgehen mit dieser Gelassenheitsübung, weil damit kann ich mein Verhaltensmuster schon ändern. Ich muss nicht immer so handeln wie immer, wenn ich getriggert werde, dass ich genauso handle wie jetzt. Also diese Gelassenheitsübung, schaut sie euch an, ist eine von den 6 Nebenübungen, die sind ganz, ganz wichtig. So, und jetzt wollen Sie herausfinden, was steckt denn hinter diesem Widerwillen? Was steckt hinter meinem Trieb? Was steckt hinter meiner Antipathie? Was ist da los? Und die Möglichkeit ist, ja, ich gehe jetzt zum Psychotherapeuten. Denn der will ja auch helfen, dass wir die Ursachen irgendwo finden. Was will der Psychotherapeut? Er will ja auch irgendwo herausfinden, welche alten Traumata oder wir sagen jetzt auch Glaubenssätze stecken denn dahinter. Und wenn wir jetzt dann hineingehen einmal in diesen Prozess und sagen, ja, ich stelle fest, ich habe hier einen Gedanken, ja, diesen Widerwillen gegen Sex, ich will das nicht. Dann ist es doch so, wenn ihr euch einmal selbst beobachtet, dass vor diesem Gedanken ein anderer Gedanke war. Dazwischen mag immer ein Gefühl auch gewesen sein. Hier ist von mir aus durch diesen Gedanken ein Gefühl entstanden, dann kommt der nächste Gedanke, dann kommt wieder ein Gefühl, dann kommt eine Handlung und so weiter. Das kennt man alles aus Paarbeziehungen. Da spielt so viel hinein, auch an Psychologie. Aber hinter diesem Gedanken gibt es noch einen anderen Gedanken. Und so haben wir im Grunde genommen, wenn wir uns selbst beobachten, eine Gedankenkette. Wir stellen fest, da gibt es ja eigentlich eine ganze Gedankenkette. Das heißt, wenn ich herausfinden will, was eigentlich diesen Gedanken hier verursacht hat, muss ich eigentlich irgendwo den Weg finden, das will ja auch ein Psychotherapeut, der irgendwo den Gedanken findet, der in der ganzen logischen Kette hier zum Schluss das bewirkt hat. Und dieser Gedanke ist eventuell entstanden durch ein Trauma. Alles möglich. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich von dem Gedanken zu dem? Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber im Grunde genommen
Wenn ich Psychoanalyse mache, muss ich irgendwann irgendwie auch diese Kette einmal nachvollziehen können. Und wenn ich mir das Ganze anschaue und sage, da gibt es eine ganze Gedankenkette, beziehungsweise das schöne Wort Gedankengang. Ein Gedankengang. Seht ihr, was das ist? Ein Gedankengang. Das nennen wir, wenn wir das tun, dieses Tun, der Gedanke und dann der Gedanke und dann der Gedanke, liebe Leute, liebe Freunde, das nennen wir das Denken. Das ist der Prozess. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil, dass wir da lernen müssen, Gedanken zu beobachten und Denken zu beobachten. Das ist etwas völlig, völlig anderes. Und das ist so wichtig, weil auch da kommen wir wieder zurück zu Rudolf Steiner, wenn es dann um die Liebe geht. Das ist ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Ein ganz gewaltiger Unterschied zwischen Gedanken beobachten und Denken beobachten. Denn die Gedanken beobachten hilft mir noch nicht. Und jetzt, um sozusagen diesen Prozess beobachten zu können, muss ich hineintauchen in die Welt des Denkens. Und das ist das, was eben durch Rudolf Steiner in die Welt gekommen ist. Ein Begriff, den es zwar auch schon bei Hegel gab, aber das ist das, was Rudolf Steiner dann das reine Denken nennt. Reines Denken ist die Beobachtung des Denkens, des Gedankenvorgangs. Und der hilft mir. Und wie geht das? Wie geht das? Ja, in dem Moment, wo ich schaue in meiner Erinnerung zurück, was war der Gedanke davor und der Gedanke davor. Und was ich da lernen muss, ist die Beobachtung des Denkens. Seht ihr? Und das ist jetzt das Neue. Die Beobachtung des Denkens ist ein hochspiritueller Prozess. Das nennt Rudolf Steiner das reine Denken. Und dieser Begriff ist von Rudolf Steiner das erste Mal in seinem wirklich bahnbrechenden Werk der Philosophie der Freiheit wissenschaftlich bekannt gemacht worden. Und nur durch die Fähigkeit des reinen Denkens können wir eigentlich zu den Gedanken vordringen, die am Anfang einer Gedankenkette stehen. Und die sind bekannt unter dem schönen Namen Glaubenssätze. Glaubenssätze. Ah, dieser Glaubenssatz verursacht diese Gedankenkette, ganz logisch. Das heißt, diese Schulung im reinen Denken wird für das Paar ein wichtiges Merkmal sein. Denn nur dann kann man bewusst mit dem Denken arbeiten. Und solange wir das nicht können, dass wir selbst Denker werden, werden wir gedacht, wer denkt da in mir? Und wenn ich gedacht werde und nicht selber denke, bin ich nicht frei und es gibt keine Selbstbestimmung für mich. Und was dann Rudolf Steiner aufgezeigt hat am Schluss dieses machtvollen Werkes, dieses unglaublichen Werkes, ist, dass nur aus dieser Ebene heraus das entsteht, was wir Liebe nennen. Und zwar Liebestaten. Das Liebesgefühl brauche ich dafür noch nicht. Das ist davor, das ist was anderes. Aber eine Liebestat zu vollziehen, und jetzt sind wir bei dem Mysterium der Liebe, und die beiden wollen ja in die Liebe gehen, dann muss ich doch wissen, wie komme ich in die Liebe, und jetzt kommt dieses Werk, dieses unglaubliche Werk, Liebe gibt es nur aus einem reinen Denken heraus. Und deshalb haben wir auch gesagt, die Freiheit, die Freiheit ist die Mutter oder die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Nur im reinen Denken bin ich frei. Das ist der Inhalt der Philosophie der Freiheit. Nur da bin ich frei. Und nur wenn ich wirklich frei bin, kann ich lieben. Und die beiden wollen herausfinden, was sie antreibt. Was treibt sie denn dahin, etwas zu tun, was sie irgendwie gar nicht wollen? Und dann kommt dieses Werk von Rudolf Steiner, wo er aufzeigt, ja, wenn ich irgendeine Handlung begehe, gibt es immer zwei Aspekte. Es gibt das sogenannte Motiv, das ist das, was ich will, aber es braucht etwas anderes dazu,
die sogenannte Triebfeder, wenn die nicht da ist, dann wird das Motiv auch nicht umgesetzt. Das sei mal kurz gesagt eine wesentliche Essenz dieses Werkes. Die beiden wollen wissen, was ihre Triebfeder ist, was sie antreibt oder was sie eben blockiert, diese Antipathie. Er will Sex und sie will keinen Sex. Im einen Fall ist eine starke Triebfeder in die eine Richtung und die andere Triebfeder geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Und ihr seht hier, dass diese beiden Elemente bilden das Schlüsselelement in der Philosophie der Freiheit, dass wir letztens herausfinden, was mich antreibt oder mich blockiert. Eine Handlung oder eine Nichthandlung. Das heißt, dieses Grundlagenwissen sollte man kennen, wenn man sich selbst beobachten will, dass man dann feststellt, okay, was ist jetzt meine Triebfeder? Und da kommt ein weiterer Begriff dazu, der hier auch eine extrem wichtige Rolle spielt. Muss ich mal kurz gucken. Auf den will ich noch mal kurz dann eingehen. Das ist die Selbstentäußerung. Nachher noch etwas mehr dazu. Ich muss mich einer gewissen Sache entäußern. Der Mann muss sich eventuell etwas entäußern, um mit der Situation umgehen zu können. Ich komme noch gleich darauf. Also das sind im Grunde genommen die systematischen Schritte, die man gehen sollte, muss, um eine Krise zu lösen. Das ist das Wissen, was ich dazu brauche. Das hängt ganz viel zusammen mit unserem Denken, mit dem Fühlen, mit dem Wollen, mit den Trieben, mit dem Begehren. Sexueller Trieb ist ein Begehren, ein ganz starkes Begehren. Wie gehe ich damit um? Dann kommt man noch dazu, dann zum Schluss, wenn wir da so ein bisschen in die Lösung gehen, dass es ja in der Anthroposophie auch dann darum geht, Triebe oder Begehren zu verwandeln. Ja, und auf einmal sagt man, ich darf das nicht mehr, ich darf das nicht, weil ich darf ja keinen Sex mehr haben, weil das ist ja nicht heilig. Ja, im alten Veda heißt es Brahmacharya, die Enthaltsamkeit. Bei den Nonnen war es das Gelübde, das Verzicht auf Sexualität, Verzicht auf Orgasmus, weil das ist ja alles Sünde. Versteht ihr, das sind alles Glaubenssätze, das sind alles zum Teil falsch verstandene spirituelle Erkenntnis oder spirituelle Wege, falsch verstanden, weil man es falsch versteht. Das heißt, ich darf das jetzt nicht mehr. Das ist falsch verstandene Enthaltsamkeit. Also das sind einmal ein paar Aspekte, wo ihr schon seht, was ich eigentlich alles wissen muss als Paar, um diesen Konflikt wirklich bewusst zu lösen. Und jetzt will ich einen Sprung machen, weil das schaut jetzt alles sehr analytisch aus. Kann man auch nicht immer so einfach so machen, aber es geht schon. Weil man kann lernen, diese Gedankenkette zurückverfolgen. Dazu muss ich eines machen, ich muss mein Denken beobachten. Und das geht so, das kann man alles lernen, dass man dann sozusagen noch einmal schaut, ja, ich schaue noch mal zurück, ich denke die Gedanken noch mal und dann merkt man, ja, stimmt, da war ja der Gedanke und da war der Gedanke und der. Das ist ein Weg, den muss man irgendwann lernen, das muss man lernen, weil das muss man auch lernen, wenn einem im Channel-Medium irgendetwas sagt, dann muss man doch das überprüfen können. Und ich muss es überprüfen können, indem ich weiß, was meine Glaubenssätze sind. Wenn ich das nicht weiß, kann ich es nicht überprüfen. Dann glaube ich etwas und es ist falsch. Woher weiß ich, dass es falsch ist oder richtig? Und dann will ich jetzt noch hier eine Erfahrung reinbringen bei diesem Paar, weil die beiden sind ja auch schon dann spirituell unterwegs, bewusst unterwegs. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, relativ schnell einmal zu einem Ergebnis zu kommen, zu einer Erkenntnis, die Frau geht jetzt zu einem Reinkarnationstherapeuten und hat dabei ein inneres Erlebnis. Ja, sie erlebt eine Frau, die vergewaltigt wurde. Ein ganz klares Reinkarnationserlebnis, würde man sagen. Würde man sagen. Sie erlebt das, dass sie oder dass die Frau vergewaltigt wurde. Und es war für sie völlig klar, dass es nicht in diesem Leben passiert ist, sondern in einem früheren. Das ist kein Kindheitstrauma, das ist nicht in diesem Leben geschehen. Da sind wir schon bei Reinkarnation und Karma. Und die Frau identifiziert sich jetzt mit dieser Erfahrung und sagt, ja, ich bin damals vergewaltigt worden und jetzt weiß ich, woher meine Antipathie kommt. Und dann hat sie auf einmal eine Erklärung. Und das ist doch wunderbar. Ja, sie findet jetzt einen alten Glaubenssatz, der sie jetzt ihr klar macht
und es kann auch wirklich so sein, warum diese Antipathie ist und da ist. Und durch irgendetwas, irgendein Verhalten ihres Mannes ist das getriggert worden. Retraumatisierung, könnte man sagen. Und jetzt hat sie schon eine wunderbare Erklärung gefunden und kann natürlich jetzt anfangen zu versuchen, das aufzulösen. Aber ich muss ja trotzdem sicher sein, dass es so ist. Ja, die Frau sagt, ich bin ganz sicher, weil woher soll ich das denn sonst wissen? Das habe ich doch selbst erlebt, klar war ich das. Das kann ganz gar nichts anderes sein, sonst könnte ich das doch gar nicht erleben. Jetzt kommen wieder zwei spirituelle Aspekte oder ein spiritueller und ein äußerer Beweis dafür, wo man dann wieder sehr vorsichtig damit umgehen muss, mit all diesen sogenannten Reinkarnationserfahrungen. Weil das ist es, warum ich wieder mein Denken brauche. Ich brauche eine klare Begrifflichkeit, ich muss ein anthroposophisches Wissen dazu haben, ich muss Wissen haben um Reinkarnation und Karma und nicht einfach mal gehört haben davon und dann sagen, ja, jetzt habe ich ein Reinkarnationserlebnis. Weil wir hören jetzt aus der Anthroposophie von Rudolf Steiner, dass in uns ein Anteil in uns von unseren Ahnen kommt, und zwar in unserem Ätherleib, in diesem Prana-Leib. Da leben Ahnenkräfte. Und so ist zum Beispiel unser Temperament ein Element in unserem Ätherleib, in unserem Prana-Leib, das im Wesentlichen Ahnenanteile integriert hat. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise leben die Ahnen in uns. Und ihr seht schon, was ich jetzt brauche, was die Frau auch braucht. Ich brauche doch die Unterscheidungsfähigkeit zwischen dem, was von mir kommt, weil im Temperament ist mein Ich-Strom darin, das, was von mir kommt, und ein Ahnenstrom. Und ich muss unterscheiden lernen, was von mir kommt und von den Ahnen. Und wenn die Frau jetzt ein solches Bild bekommt, dann ist die Frage, könnte es denn sein, dass nicht sie das gewesen ist, sondern dass da irgendwelche Erlebnisse von den Ahnen stammen? Ist denn so etwas denkbar, möglich? Und ich bringe deshalb das Beispiel, weil es eben wissenschaftlich nachgewiesen ist, nach meinem Wissensstand, dass das so ist. Weil es hat im 20. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts geboren, hat es einen Psychologen, Psychopather gegeben, der hieß Leopold Sondi. Zur Zeit von Sigmund Freud, ein sehr bekannter Psychiater und Wissenschaftler, exakter Wissenschaftler. Und Leopold Sondi war der Erste, und er ist kaum noch bekannt, der Ahnenforschung wissenschaftlich betrieben hat. Und was hat er da entdeckt und wissenschaftlich bewiesen? Das ist wichtig, es ist statistisch bewiesen. Leopold Sondi hat herausgefunden, dass es ein genotropisches Feld gibt. Das ist jetzt der abstrakte wissenschaftliche Begriff. Wir sagen Ahnenfeld, das ist das Ahnenfeld. Und er hat festgestellt, dass eben die Ahnen über dieses Feld noch in uns hineinwirken und dass wir eben solche Stellvertreterfunktionen haben. Stellvertretend für die Ahnen erleben wir etwas. Das heißt, Leopold Sondi hat eigentlich das bewiesen, was Rudolf Steiner gesagt hat, dass in uns Ahnenkräfte leben. Und letztlich beruhen alle modernen Familienstellentechniken, die gab es schon längst vorher, vor dem berühmten modernen spirituellen Familienstellungstechniken gab es das schon. Die beruhen im Grunde genommen darauf, dass es so etwas wie ein genotropisches Feld gibt. Und das Grundlagenwerk von Leopold Sondi heißt Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen. Das ist im Grunde genommen eine psychologische Ahnenwissenschaft. Und das Spannende ist jetzt, dass es eben Erfahrungen von Menschen gibt, die haben solche in Anführungszeichen Reinkarnationsbilder erlebt, zum Beispiel aufgehängt, gekreuzigt, vergewaltigt, ertrunken oder was auch immer, und dann im Nachhinein feststellen mussten, nein, das waren nicht sie, sondern das war die Erfahrung eines Ahnen aus ihrer Familie. Und zwar gilt das meistens ab den Großeltern. So, das heißt, wenn wir das einmal wissen, dass es dieses Ahnenfeld gibt und die Frau erlebt jetzt dieses sogenannte Reinkarnationserlebnis und glaubt es, dass sie das war, ist schon wieder ein falscher Schluss da
Und schon wieder ist ein Irrtum da, weil wir einfach das Ganze nicht im Blick haben. Deshalb muss man sehr vorsichtig damit umgehen, mit diesen Erfahrungen. Weil man zieht dann einen Schluss und sagt, jetzt habe ich es gefunden. Das ist eine große Gefahr, weil im Geistigen gibt es viele Irrungen und Verwirrungen. Deshalb brauche ich die Unterscheidungsfähigkeit und diese Erkenntnisfähigkeit. Ich brauche das Wissen der Anthroposophie. Das wollte ich an dieser Stelle nur auch noch zusätzlich hineinbringen, damit ihr seht, wie komplex das ist, wenn auch noch die Ahnen dahinter stehen, wie komplex das ist, wenn man einen solchen Konflikt hat und sagt, ich möchte jetzt diesen Konflikt wirklich lösen, ich möchte unsere Beziehung da heilen oder ich möchte eine Lösung dafür finden. Und jetzt kann dieses Paar, nehmen wir einmal dieses Beispiel, dass es zu einer Lösung des Konflikts durch viele solche Erkenntnisprozesse kommt, will ich gleich noch etwas dazu sagen. Das ist eine Möglichkeit einer Lösung. Es können ganz andere Lösungen sein. Das Paar kann wieder in den Konflikt kommen und es beim nächsten Mal anders lösen. Aber jetzt stellen wir uns einmal vor, die beiden sind jetzt auch so weit, dass sie das alles schon irgendwie integriert haben, also viel Wissen darüber haben und auch wissen, okay, da steht jetzt einiges an Erkenntnissen und wir müssen da sehr gut lernen, damit umzugehen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel in diesem offenen Gespräch, in einer erfüllten Kommunikation, wo beide wirklich einander verstehen, versteht der Mann jetzt, was die Ursache der Unlust der Frau ist. Und er versteht, woher seine Lust kommt. Und jetzt könnte vieles geschehen. Das eine ist jetzt, da kann es auch kein Rezept geben, das muss jeder für sich selber herausfinden. Und die Russen, habe ich mal gehört, haben ein Sprichwort, die russischen Frauen sagen, der Mann muss mehr lieben wie die Frau. Das hören die Frauen wahrscheinlich gern, die Männer weniger. Aber das scheint vielleicht ein Geheimnis zu sein, der Beziehung zwischen Mann und Frau. Weil Frauen, das weiß man von Studien, so und so mehr lieben können wie Männer. Und in einer Beziehung scheint es vielleicht auch eine Entwicklung zu sein für uns Männer, dass wir das Lieben lernen, was der Frau viel leichter fällt. Also das Lieben lernen beim Mann könnte etwas sein. Und jetzt gehen wir einmal in diesem Fall davon aus, der Mann will seine Frau lieben lernen. Er erkennt das Dilemma seiner Frau und geht jetzt das, was wir vorhin gesagt haben, in die Selbstentäußerung. Er will jetzt wirklich in die Liebe gehen. Was muss er dazu tun? Er muss auf sein Begehren verzichten. Er verzichtet deshalb, weil er seine Frau lieben will und weil er nicht egoistisch sein eigenes Begehren durchsetzen will. Versteht ihr? Das ist jetzt der Schlüsselmoment, wo der Mann in eine Entwicklung geht, wo der Mann in eine Liebestat geht. Er muss sein Begehren entäußern. Er muss darauf verzichten zugunsten seiner Frau. Und das ist eine Liebestat und das ist eine Freiheitstat. Das ist ein ganz praktisches Beispiel, wo eine Liebestat entsteht durch Verzicht auf ein Begehren, durch sogenannte Selbstentäußerung. Wo dem Mann die Liebe zu seiner Frau wichtiger ist als sein egoistisches Begehren. Und in dem Moment, wo das geschieht, könnt ihr euch vielleicht selber vorstellen, was in der Beziehung passiert. Er selber kann innerlich erleben, er kommt ja selber in einen Entscheidungsprozess hinein. Wie entscheide ich jetzt? Und er hat jetzt dieses Wissen so weit, dass er sagen kann, nein, ich verzichte auf die Erfüllung meines starken sexuellen Begehrens, weil ich will meine Frau lieben. Ich will sie lieben. Und auf einmal merkt sie, ja, dass er sie liebt, weil er darauf verzichtet, weil er sie so nimmt, wie sie in dem Moment ist, mit ihrem Dilemma, mit ihrer Antipathie, dass er versteht, das ist sie und er akzeptiert sie so, wie sie ist. Würde er seinem Begehren folgen, wäre er dem gefolgt, wäre übergriffig geworden, hätte die Frau genötigt. Und dann haben wir das Dilemma,
der Gewaltsamkeit in den Partnerschaften. Und da sind wir bei dem ganzen Thema Vergewaltigung durch die Männer. Weil eben wir Männer, die Männer so stark gebunden sind an die Erde und an die Sexualität, dass es sehr schwer ist, das zu tun. Aber ohne dieses spirituelle Wissen, und hier ist es auch wichtig, dass es nicht die Lösung sein kann, dass ich auf Sexualität generell verzichte. Das ist wieder völlig falsch verstanden. Wenn man dann sagt, ja, ich will ja meinen Astralleib läutern und ich darf nicht mehr Sexualität haben, das ist wieder völlig falsch. Hier geht es um die Liebe. Und auf einmal merkt er, nachdem er dann darauf verzichtet, dann passiert, könnt ihr euch selber ausdenken, was in der Frau passiert und was in dem Mann passiert. Er erlebt etwas in sich, dass er nämlich etwas gewinnt, dass er einen Entwicklungsschritt macht in Richtung seiner Freiheit und in Richtung der Liebe. Das kann das Erlebnis dabei sein, ein Schritt in die Freiheit und zu merken, ich habe mein Begehren in dem Fall jetzt überwunden. Ein Begehren, was zwingend ist und mich unfrei macht. Das muss ich nicht immer tun, aber in dem Fall tue ich das aus Liebe zu meiner Frau. Und das ist eben eine dieser Triebfedern, ist das sexuelle Begehren, ist eine Triebfeder. Und wenn ich der folgen muss, bin ich unfrei. Und der Mann kann jetzt erleben, dass er einen Riesenschritt durch diese kleine Tat, einen Riesenschritt selber in sich gemacht hat, in Richtung Freiheit und Liebe. Und was in der Frau passiert, das wissen vielleicht, oder passieren kann, wissen vielleicht dann die Frauen auch am besten, wenn sie das erleben, dass sie auf einmal merken, dass sie wirklich geliebt werden, um ihrer selbst willen. Und dass der Mann zu einem Verzicht gekommen ist, um ihrer willen. Das ist das, was passiert und wo diese Beziehung natürlich heilen kann und es geht vielleicht noch tiefer. Der Mann erlebt noch etwas anderes dabei, wenn er dann diese Übung kennt, die sogenannte vierte Übung, bei den Nebenübungen die Positivitätsübung, dass er dann erlebt, dass etwas scheinbar Negatives, ein Ungemach, dieser unglaubliche sexuelle Drang und die Nichterfüllung dieses Dranges, dass er das überwunden hat und aus der Überwindung dieses Ungemachs auf etwas Wunderbares in ihm entstehen kann oder entstanden ist. Das ist dann das Erlebnis der Positivitätsübung, wenn mir ein Ungemach geschieht, dass ich erst einmal hinschaue, was steckt da an Wunderbaren oder Guten darin. Die Frau kann erleben, dass in ihr etwas heilt. Die Frau könnte ja auch sagen, ich gebe mich jetzt dem Mann hin, ich verzichte auf meine Antipathie und dem Mann zuliebe gehe ich jetzt in den Sex. Das kann aber falsch verstandene Liebe sein, und schon wieder zu etwas führen, was zu keiner Heilung führt. Falsch verstandene Liebe bei der Frau. Und was durch den Mann jetzt geschehen kann, ist, wenn die Männer mehr und mehr solche Erlebnisse haben, ja, was kann passieren? Und dazu muss man das wissen. Man muss das wissen und das Geheimnis um Mann und Frau. Sonst wird man immer diesem Begehren, immer diesem Trieb folgen. Der hat einen dann, man ist unfrei. Das ist die Philosophie der Freiheit so wichtig. Und wenn ein Mann das tut und viele Männer tun, dann kann die Gesellschaft heilen, weil das die Ursache ist für die Gewalt an Frauen. Und es kann vielleicht auch die falsch verstandene Liebe bei Frauen dann heilen, weil sie vielleicht ein ganzes Leben das immer gemacht haben, ohne dass es eigentlich ihr eigenes Leben war. An diesem Beispiel wollte ich das einmal darstellen, wie komplex diese Thematik sein kann, wie komplex sie meistens ist, was da alles hineinspielt, was man eventuell alles wissen muss und lernen muss, um dann wirklich bewusst eine Entscheidung, bewusst im Bewusstsein Seelenzeitalter eine Entscheidung in Liebe zu treffen. Seht ihr, was das für eine Übung ist, wie komplex Liebe ist. Und dass man dazu auch eine Gesprächsbasis haben muss, wo man über die Dinge richtig sprechen kann. Erfüllte Kommunikation heißt zu lernen, einander zu verstehen. Und ihr seht, wie viel Wissen aus der Anthroposophie da notwendig ist, um da hinzukommen.
was ich alles wissen muss eigentlich, den Weltenplan, Geheimnis von Mann und Frau, tiefer in die Sexualität. Dann geht es hinein in Karma und Reinkarnation, Biografie, Ahnenlehre. Das alles ist eigentlich, sind Themen, die da hineinspielen können. Und dass wir dann begreifen, wie gewaltig dieses Thema der Liebe ist, was da alles hineinspielt. Nicht umsonst sagt Rudolf Steiner, das ist das Weltenziel von uns auf der Erde. Und dass wir durch diese spirituelle Basis, dieses Gewaltthema in der Gesellschaft gegenüber Frauen, gibt es in die andere Richtung natürlich auch, dass wir das heilen können, und das geht nur mit dem spirituellen Wissen aus einer echten Geisteswissenschaft. Und vielleicht noch, um es konkreter zu machen, wenn jetzt ihr in der Situation seid, oder was würde ich dem Paar empfehlen, dann sage ich, ja, ihr braucht im Grunde genommen zwei Werke von Rudolf Steiner. Das ist die Gesamtausgabe Nummer 2, das ist seine Erkenntnistheorie, und dann brauchst du die GA4, das ist die Philosophie der Freiheit. Also, man kauft sich diese zwei Bücher und bearbeitet die miteinander als Paar. Das ist die eine Möglichkeit, weil das ist wichtig, um überhaupt das Erkennen, Wahrheit, Gewissheit, Wissenschaft und dann zum Schluss bis hin zur Liebe und zur Freiheit. Hier haben wir das Erkennen und Wahrheit und so weiter. Alles Grundlagen, das sind die ersten Grundlagen der Anthroposophie, und hier haben wir dann die Freiheit und die Liebe. So, das ist das kleine 1x1, und die Frage, ob man da ein kleines Bild aufzeigen kann, ich habe mir das selber einmal überlegt, das sei der Same eines Baumes. Und den nenne ich mal trotzdem jetzt Anthroposophie als Same. Und da wachsen dann irgendwann, wenn der Same sich auflöst, da wachsen dann Wurzeln nach unten, und dann kommt hier am Anfang ein kleiner Keim und dann wird daraus ein dicker Stamm. Also ich tue das mal in den Reihenfolgen hier, und dann sage ich hier unten, da habe ich so diese Thematik des Erkennens. Hier habe ich dann die Philosophie der Freiheit, sagt Rudolf Steiner selbst, das ist der Keim, wenn der Same sich, das ist der Keim der Anthroposophie, das ist Anthroposophie, das sind die Wurzeln der Anthroposophie, das ist alles irgendwo Anthroposophie. Und jetzt geht es eben dann hinein in den Stamm, und dann kommen die Äste. Dann kommt der Baum, der große Baum der Geisteswissenschaft. Und dann haben wir hier, wie wir gesagt haben, zeige ich euch jetzt gleich, was da die Werke sind. Da haben wir dann die GA9. Das ist das, wo wir lernen, wer wir als Mensch sind, unser Menschsein, dass wir das hier alles kennenlernen, dass wir wissen, was da alles in uns lebt, ne? Ja, was da alles in uns lebt. Ach, da ist ja noch was. Ja. Ach, da ist ja noch was. Also das ist im Grunde genommen, dieses Werk heißt Theosophie, dass ich lerne, was mein Menschsein ist. Und dann kommt die GA13, das ist die Geheimwissenschaft. Da geht es um den Kosmos, den Weltenplan. So, das sind die Grundlagenwerke, die dieses Paar jetzt sich kaufen kann und sagen, das arbeiten wir durch. Wir arbeiten uns durch, weil wir brauchen das für unseren Weg der gemeinsamen Liebe. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eben zur Universität geht und dann her einen Studiengang belegt. Das ist die andere Möglichkeit. Ein Studiengang in den ersten Grundlagen der Anthroposophie. Wir nennen es Erkenntniswissenschaft. Und dann kommt die Anthroposophie als eigentliche spirituelle Wissenschaft. Und dann geht es eben hier hinein, kann man sagen, könnte man sagen, hier die GA9, und dann kommt hier die GA13, und dann kommt hier zum Beispiel die Biografie, das ist auch noch ein wichtiges Thema. Also dann kommen die verschiedenen Zweige des anthroposophischen Erkenntnisbaumes, wo wir in alle Tiefen gehen können. Also das wäre ein konkreter Weg. Mit 4 Büchern kann ein solches Paar anfangen, den Erkenntnisweg zu gehen, seinen Konflikt zu lösen und dann zu wissen, oh, da geht es in unserer Beziehung, wenn es um Liebe geht, um etwas wirklich Großes. Biografie kommt dann später, die biografischen Rhythmen unseres Lebens. Gibt es jetzt kein einzelnes Werk von Rudolf Steiner, ist verteilt auf mehrere Vorträge. Und das ist das, was ich heute so
aufzeigen wollte anhand eines Konfliktes, was im Grunde genommen die Elemente sind, wie es wirklich praktisch funktioniert im Alltag, wie es gehen kann und wie es einen Weg gibt, einen systematischen, der sehr unterschiedlich gegangen werden kann von Menschen, sehr unterschiedlich. Aber ich brauche irgendwie die Wurzeln, den Samen, die Wurzeln, den Keim, ich brauche das, damit ich diesen Erkenntnisbaum der Anthroposophie in mir entfalten kann und dann mein Leben wirklich erfüllt zu leben. Das ist ja das Ziel, ist, dass wir unser Leben damit meistern können, dass wir erfüllte Beziehungen leben können. Das ist das, was ich euch heute mitgeben wollte. Und nachdem es auch schon so spät ist, lassen wir es heute mit Fragen. Vielleicht machen wir wieder mal eine Fragerunde dann zu diesem insgesamt großen Thema, weil das Thema Sexualität und Mann und Frau haben wir ja nur angerissen. Das ist ein Riesenthema, wo es dann natürlich geht, was hinter den Kräften der Sexualität steht und Kundalini oder was man alles da so kennt. Das ist noch ein ganz spannendes Thema und Mann und Frau ist noch lange nicht ausgeschöpft. Aber ihr habt vielleicht schon ein bisschen erahnt jetzt, wie man in einer Partnerschaft in die Liebe kommen kann, aber wie viel Arbeit eventuell notwendig ist, wirklich Liebe zu entwickeln und nicht nur Begehren zu erfüllen oder Antipathien einfach auszuleben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Axel Burkhardt und das Team von Geisteswissenschaft TV.